Freunde von Dennis, liebe Freundinnen der Pressefreiheit. Auf unserer jährlichen Liste der Pressefreiheit beobachten wir eine Verschlechterung in allen Weltregionen. Journalisten werden verfolgt, bedroht, inhaftiert, nur weil sie ihren Job gemacht haben. Auch in Demokratien führen medienfeindliche Rhetorik und restriktive Gesetze zu einer Einschränkung ihrer Arbeit. Doch kein Land beschäftigt uns im Moment so wie die Türkei, die wir mittlerweile ja nicht mehr zu den Demokratien zählen können. Mehr als 160 Journalisten, Journalistinnen sitzen in Haft. Das sind übrigens mehr als China. Und das ist das Land, das lange Spitzenreiter in diesem makabren Wettbewerb war, wer die meisten Journalisten hinter Gitter bringen kann. Die desolate Lage in der Türkei spiegelt sich auch in dem Anstieg der Anfragen, die an unser Nothilfereferat von Reporter ohne Grenzen gerichtet werden. Für schnelle Hilfen haben wir da Kurzzeitstipendien und eingerichtet und unterstützen türkische Journalistinnen und Journalisten im Visumsverfahren, damit sie ausreisen können oder beim beruflichen Neuanfang in Deutschland. Der traditionelle Medienpluralismus in der Türkei ist mittlerweile fast gänzlich zerstört. Rund 150 Medien wurden geschlossen seit dem Putschversuch. Allerdings, und das dürfen wir nicht vergessen, auch schon vor dem Juli 2016 hat die zunehmende Medienkonzentration die Freiräume für unabhängigen Journalismus dort immer weiter eingeengt. Denn die politischen und wirtschaftlichen Verflechtungen vieler Medienunternehmen, vieler wichtiger Medienbesitzer, die nämlich meist gleichzeitig Industriekonzerne sind und die nach den Aufträgen der Regierung bei den großen Investitionsprojekten gieren, sie haben in den großen Massenmedien kritische Berichterstattung längst erstickt. Erdogans Motto lautet: Pressefreiheit nur noch für meine Lakaien. Alle anderen werden wahlweise zu Touristen oder zu Terrorbefürwortern erklärt. Und dennoch, es gibt sie noch, die Inseln der Pressefreiheit, die kleinen gallischen Dörfer, die Zeitungen Cumhuriyet, Birgün und einige Online-Portale. Doch die wenigen noch verbliebenen unabhängigen Medien arbeiten unter ständiger Bedrohung. Ihnen, die Can Dündar einmal die andere Türkei genannt hat, ihnen stärken wir den Rücken auch mit dieser Demonstration. Wir vergessen sie nicht. In diesem Sinne gilt unser Geburtstagsgruß für Dennis allen Verhafteten und allen, die noch in ihren Redaktionen und online an ihren Computern durchhalten und Erdogans Propaganda und Fake News wahrhaftige Berichterstattung entgegenhalten. Für die Freilassung von Dennis und alles allen anderen. Journalismus ist kein Verbrechen. Keine Freiheit ohne Pressefreiheit.